Zelda-Fans in Deutschland bestaunen derzeit eine ganz besondere Konzertreihe. The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses tourt durch Deutschland und hat gerade Station in Hamburg gemacht. Es kommen alle Altersgruppen, Männer und auch Frauen. Ich sehe häufig tränende Augen und das alles, weil die Musik einen zurückbringt. Zurück zum Beispiel zu einem Bosskampf und dem Gefühl, das du dabei hattest, als du ihn geschlagen hast. Es ist pure Nostalgie, herzerwärmende Erinnerung. Das Publikum wird mit orchestraler Musik aus den vielen Zelda-Spielen verzaubert. Neu im Programm auch das aktuellste Nintendo-Werk The Legend of Zelda Triforce Heroes. Das Spielintro ist gleichzeitig der Auftakt des Konzerts. The Legend of Zelda gehört zu den beliebtesten Spielereien überhaupt. Der Held Link spielt dabei die Hauptrolle, muss viele Abenteuer bestehen, sich gegen Bösewichte behaupten und knifflige Rätsel lösen. Das ist natürlich wahnsinnig toll, immer verschiedene Welten zu haben und da auch immer eine ganz andere Atmosphäre kennenzulernen. Von Spiel zu Spiel ist ja eine ganz andere Atmosphäre einfach auch. Ich glaube einfach, dass es der Mix macht, ne? Die verschiedenen Grafikstile, die interessanten Charaktere, die Story, die Musik, die Rätsel und einfach die gesamte Welt und der gesamte Mythos drumherum macht es einfach zu sowas ganz Speziellem. Man fühlt sich selber, als ob man der Held ist und dann irgendwie erkennt man sich in dem Helden wieder. In Hamburg konnten die Gewinner eines Wettbewerbs einen außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen des Konzerts erhaschen. Veranstalter Jason Michael Paul höchstpersönlich führte die Zelda-Fans herum. Nach der exklusiven Vorführung gab es dann am Rande des Konzerts noch eine spezielle Spielsession mit dem YouTube-Star Looks Like Link. Er lud die Auserwählten zum Zocken des neuesten Teils Triforce Heroes ein. Zum ersten Mal in der Spieleserie können die Spieler nämlich zu dritt miteinander die Abenteuer bestehen. Die Konzertreihe wird auch Station in der Schweiz machen und in einem Jahr nach Essen in die Grugerhalle kommen.